Hallo und herzlich willkommen bei TipTapTube. Hallo. 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 Ja, und hier haben wir von Hexbug den Katapult-Launcher. Das Ganze sieht so aus. Genau. Ein richtig cooles Katapult. Genau. Einstellbar. So richtig daran orientiert, wie früher die Katapulte eben gebaut wurden, ja, um die Burgen alle zu belagern. Hier ist es. Brumm, brumm, brumm. Ein richtiges Katapult. Genau. Kann sogar fahren. Und jetzt kannst du mal zeigen, wie es funktioniert. Also man hat... Also hier kann man einstellen, wie man das genau, da dreht. Spannt man das Katapult. Ja, und hier schließt man es ab. Hier ist dran, wenn man da dran dreht, dann ja, spannt man das Katapult. Und zwar, und das ist das Gute daran, in unterschiedlichen Stärken. Man kann das also entweder ganz wenig nur spannen oder ein bisschen mehr oder ganz stark, genau. Aber wenn das so ist, fliegt das eher in die Höhe. Ja, genau, das ist eher für hohe Burgen denn zum Beschießen. Und wenn man dann abschießen möchte, dann zieht man diesen Hebel einfach mal nach unten. Und dann fliegt der Ball, das Geschoss, der Stein weg. Genau. So, und jetzt wollen wir es mal ausprobieren, ne? Ja. Na, warte. In welche Richtung machen wir mal? Ich würde sagen, zum Ausprobieren probieren wir erstmal in der allerschwächsten Variante aus. Also eine Umdrehung beim Spannrad. Ah! Der Ball ist weg. Warte, ich glaube, der kommt. Zum Glück haben wir jetzt nochmal zurück. Cool. Cool. Den Ball haben wir schon mal wieder. Das war gut. Und insgesamt sind noch drei Bälle mit dabei. So, wie weit ist der denn geflogen? Ein Meter. Meter? Ist hier so? Ein Meter bestimmt, ne? Ja. Und wenn man jetzt ein bisschen mehr spannt? So vielleicht? Genau. Ja, nee, nicht ganz so dort. Wir haben jetzt gerade eben ganz wenig gespannt. Und wie viele Schritte gibt es? Acht? Neun? Viele. Kann das immer einstellen, wie man möchte, ne? Okay. Tschüss. Warte, jetzt warte mal. Zeig mal kurz her. Ich will mal sehen, wie viele Schritte das gibt. Von ganz wenig bis ganz stark gespannt. Also, wenn man einmal dreht. Geht im Moment gar nicht zu drehen. Achso, ich drehe in die falsche Richtung. Also, man kann eben einmal, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, das ist ganz elf, schön. Zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bei 22 ist er ganz unten angekommen. Oh, volle Spannung. Ja, super. Also 22 Stufen. 22 Gänge. Genau. Sagen, genau. Wir hatten gerade eben ja nur ein ganz kleines bisschen gedreht. Ne? Ja. Wir machen nicht alle 22. Aber ich würde sagen, so ist eine gute Einstellung, was? Mhm. Darf ich denn schießen? Ja. Oh, schieß. Komm mal her zu mir. Hast du schon geschossen? Nö. Nee. Doch, dann hast du geschossen. Hätte ja fast funktioniert. Ja. Von da hinten und... Mal sehen. Wow. Gefangen. Cool, gefangen. Mal. Okay. Darf ich es machen? Darf ich noch mal? Wolltest du noch mal schießen jetzt? So? So? Okay, das ist jetzt echt sehr gut gespannt. Aber der muss ganz nach hinten. Ja. Ich glaube, der fliegt schon bis zum Ende wieder. Ich kann nämlich so weit schießen. Ich versuche ihn zu fangen. Ja, perfekt. Ab die Post. Wow, wow, gefangen. Oh, yeah. Wow. 1-0. Für mich. Hey, ich würde sagen, das probieren wir mal aus, ne? Ja, 10-mal schießen. Und dann, wer die meisten Bälle fängt, hat gewonnen. Wer schießt? Ja, ich schieße. Ich sitze hier. Du? Außen. Willst du mich auch ein bisschen fangen? Auch. Wir können uns einmal abwechseln. Okay. Oder gilt das schon, dass du jetzt aber gefangen geh ganz hast? Nach hinten. Ja, das Spiel hat schon begonnen. Okay, na gut. Mama, du musst ganz nach hinten. So. Ganz nach hinten musst du da, am Ende vom Tisch. So, und jetzt? Ja, warte mal, das ist ja nicht unfair, ne? Ihr fangt die ja alle weg. Ich habe keine Chance mehr zu fahren. Nein, wir können ja vielleicht nicht treffen. Darf ich auch aufstehen? Ja. Ja, ganz gut. Auf die Plätze. Fertig. Los. Nein. Keiner. Hab ihn. Nein. Aber nicht gefangen, ich habe den nur so gefangen. Ah. Okay, das ist echt so, ja. Nochmal. So, nächster Versuch. Bash. Nicht auf den Tisch liegen. Du sollst also mit deinem Körper abfangen, sondern du sollst mit den Händen versuchen, danach zu schnappen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Nein! Ich werde ihn berührt. Ich habe ihn berührt. Ja. Nein, nein, du hast ihn nicht. Nein, ich habe ihn berührt. Ich habe ihn ja nicht gefangen. Es war knapp. Ich hab so... Was ist denn was, wenn der Ball gegen eure Hände immer gegenprallt und irgendwo hinhüpft, dann kriege ich den ja auch kaum hier, ne? Ja, das muss schon sein. Auf die Plätze. Fertig. Los. Nein! Nein! Ich hätte den gehabt. Nochmal. Also, wie viel war das? Das fünfte Mal jetzt hier? Ja. Oh, ja. Und noch keiner gefangen? Auf die Plätze.
Fertig. Los. Der flog echt unerwartet hoch, finde ich. Ja, weil ich ihn auch so eingestellt habe. Nee, aber jetzt dreht er nicht so weit runter. Nicht so weit? Nein. Wie gesagt, das hatte Ash ja schon gesagt, ne? Wenn man zu ganz weit spannt, ist er hoch. Und dann kannst du ihn noch gar nicht kriegen. Eben. Geh weiter. Das ist voll unfair. Ist einfacher. 3, 2, 1, los. Ja! Nee, das ist auch komisch. Na komm, du hattest ihn vorher in der Hand. Zählt, ich hatte ihn. Ja. Guck mal, also, der ist so in der Luft. Ich hatte ihn so, ich habe die Hände runtergenommen. Also es steht jetzt 1 zu 0 zu 1. Also 1, 1, 1, 1, 0, 0. Was? Achso, nee, ich schieße ja nur. Ha? Ja. Aber trotzdem 0. 0. Max hatte den eigentlich fast. Ja, wenn ich habe ihn. Ich finde, das zählt, 2, wenn der Ball 1, einmal 0. aufgekommen ist und man dann noch fängt, dann zählt das. 2, 1, 0. Auf die Plätze. Holz. Ich hatte Max ihn. Hatte wieder, ne? Ich hatte ihn. Hast du Berührung gehabt? Nein, er hat ihn da oben gehauen. Ich hab ihn berührt mit diesem einen kleinen Finger. Also Ash hat ihn einmal gefangen, ich habe ihn einmal gefangen. Nicht. Max, komm. Max, sonst musst du aufstehen. Genau, Max, steh mal auf, dann bist du nur noch bis zum Bauchnabel drauf. Ja. Max ist schon so groß. Auf die Plätze, fertig, los. Ja, Max, super, sogar so gefangen. Das ist ja cool. Es geht im Stillen einfacher. Du musst nicht gegen den Tisch laufen, ne? So, das ist ein echt cooler Katapult-Launcher. Mhm. Finde ich auch. Schießt macht Spaß. Unterschiedlich weit. Und jetzt haben wir auch alle einmal gefangen, ne? Ja, ja. Doch, hast alle. Nicht zweimal? Also eins, stimmt, aber das zweite Mal, das noch ja, okay. Gut. Zwei, zwei, unentschieden. Eins, alle einmal. Ja, und im Anschluss an unser Video, da zeigen wir nochmal, wie wir es zusammengebaut haben. Genau. Ja, da sind ein paar Belichtungsfehler dabei. Da bitte ich mal so ein bisschen drüber wegzusehen. Ich weiß nicht, was die Kamera da aufgenommen hat. Wir haben das schon angeguckt. Keine Ahnung. Aber ich denke, ich fand es ganz gut. Dann viel Spaß dabei. Ja. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hallo, hier ist TipTapQ. Hallo. Und hier haben wir den Vex Robotics Katapult Launcher. So sieht er aus. Und da ist eine Plastikkugel drin. Ganz zum Schluss kann man das so katapultieren. Genau. Dann kann man das einstellen, wie weit die fliegen. Dann packen wir das Ganze aus. Und ja, ich bin schon gespannt, wie es nachher fertig aussehen wird. So, und was haben wir hier drin? Okay, hier sind schon mal mehrere Tüten. Oh, oh. Ein paar Tüten. Man sieht, dass es 100 Teile sind. Oh, hier sind die Bälle schon mal. Man sieht, dass es 100 Teile sind. Genau. Übrigens, genau, es sind mehr als 100 Teile drin. Und 100 Teile. Hier haben wir die Räder. Ja, hier sind nur zwei Bälle. Da drin ist auch noch. Und dann sind hier noch mehr Tüten und Tüten. Hier sind die drei Bälle. Genau. Und natürlich haben wir noch eine Anleitung mit dabei. Ich bin gespannt, wie es in der Anleitung aussieht. Ich auch. Ah, cool. Es sieht leicht beschrieben aus. Ja. So sieht es ganz aus. Soll ich schon mal die Tüten auspacken und nach der Tüte überall hinlegen? Wir haben jetzt alles ausgepackt und das alles ist mit dabei. Wir haben hier diese ganzen grauen Teile. Weiß. Bis rüber zu den Reifen. Und dann würde man sagen, bauen wir das Ganze jetzt einmal zusammen. Fällt mit dem Zusammenbau und so sieht der Katapult bzw. der Katapult-Launcher aus. Ja. Und ich muss sagen, sieht echt cool aus und das ist ganz simpel. Also das Aufladen natürlich. Also man dreht hier dran an dem Rädchen, so in die Richtung, also nach vorne dreht man. Dadurch spannt sich automatisch hier die Schleuder. So. Und da kann man. Oh, natürlich die Bälle. Hab ich ganz vergessen. Achso. Man kann auch links und rechts hier jeweils den Ball halt so warten lassen. Da packt man hier den Ball rein. Oh. Und dann. Was ist aber mit allen drei Bällen? Da kann man hier einfach nach unten drücken und. Ab die Post. Ab die Post. Obwohl, warte mal. Wir fangen mal langsam an. Also, so sieht es aus, ab. Schießt. Und jetzt drehen wir mal nur ein bisschen. So. Und gucken, wie weiterkommt. Möchtest du auf der anderen Seite? Einfach nach unten ziehen. Und.
Tschüss. Ciao. Bye. Ich hole ihn dann wieder. Okay, die springen auf jeden Fall sehr gut. Das war jetzt ungefähr ein Meter oder anderthalb Meter. Ein Meter. Weiß jemand, dass man ein Meter kommt hin. Was denn? Das drehst du wieder. Das ist ein bisschen mehr, warte mal. Nee, nur ein bisschen mehr. So. Ein vielleicht. So, und jetzt kannst du einmal drücken. Und wie weit kommen wir jetzt? Oh! Schon ein ganzes Stück weiter. Und das war dann der Versuch Nummer 2. Also zu den Ersatzquellen. Ja. Und ab zum Baum. Au! Was war da? Der kam ja mal viel, viel weiter als gerade eben der Ball. Diesen Ball mal sehen, ob der noch weiter schießen kann. Aber der kam wirklich bestimmt 2 Meter. Hätte er bestimmt geschafft. Weißt du was? Ich mache jetzt die 3 Meter raus. Noch vielleicht ein bisschen mehr spannen? Ja, ein bisschen mehr. Für die ultimative Reichweite. Und? Bist du soweit? So, und. Stopp! Wie hast du? Der ist sogar mit drauf. Tja, das macht echt Spaß damit zu spielen. Ja. Und der kommt echt erstaunlich weit, finde ich. Dieser Katapult-Launch, der ist cool. Und dann können wir gleich noch ein bisschen Weitschießen machen. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's von uns. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben, damit wir sehen, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.